Ja, dann machen wir direkt weiter. Wir haben ja so oft in den Stunden gestern und heute das Wort Resonanz gehört. Und jetzt haben wir die tolle Möglichkeit, auch methodisch, inhaltlich vom Ansatz her nochmal was zu hören zum Resonanzbegriff, zum Resonanzansatz. Ich freue mich sehr, dass der Volker Schuler und der Falk Schöller uns ein bisschen was erzählen werden zu dem Resonanzansatz von Hartmut Rosa. Ihr seid beide Master, ihr habt ein paar Gemeinsamkeiten, ihr seid beide Master, wo ist eigentlich der Volker? Da hinten, ja. Ihr seid beide am ISB ausgebildet, ich habe nochmal geguckt, beim Volker ist es schon ein bisschen länger her, 2008 bis 2010, 2011 dann den Master, der Falk war letztes Jahr noch, 2017 bis 2019 bei uns. Im Masterprogramm, der Volker lehrt auch in unserem Curriculum strategische PE und der Falk hat in unserem letzten Masterprogramm uns da schon einen Impuls gegeben in der Masterprogrammgruppe und wir hatten sofort beide den Eindruck, das könnte was sein, auch nochmal für eine andere Bühne und passt einfach toll zu unserem Thema hier, gestern und heute und jetzt freuen wir uns sehr, euch zu hören zum Thema Resonanz erzeugen, Menschlichkeit fördern und es geht ja auch bei euch stark darum, durch Settings Humanität in Organisationen anzuregen und zu fördern und ihr habt, glaube ich, selbst ganz viel Erfahrung in sowohl Non-Profit-Organisation, ihr seid beide Theologen, auch Pastor und als Pfarrer gearbeitet und habt jetzt ganz viel Erfahrung gehabt in den letzten Jahren, das in Organisationen, Profit-Organisationen zu unterstützen, zu beraten und da freuen wir uns jetzt sehr. Danke. Ja, ein herzliches Willkommen auch von uns. Wir freuen uns auf das Thema. Vielen Dank, Thorsten, du hast schon ein paar Gemeinsamkeiten von uns benannt. Gemeinsam ist uns auch noch, dass uns Kulturentwicklung sehr wichtig ist und das ist vielleicht schon auch ein erster Link darauf, wo wir sagen, da wird Menschlichkeit gefördert. Wir glauben, dass ganz viel über die Kultur läuft und da sind wir ja miteinander unterwegs. Was erwartet euch? Ich glaube, euch wird heute sehr viel ISB Tools erwarten, also sehr viel, was viele von euch kennen. Vermutlich wird der ein oder andere sagen, ja, das mache ich ja schon ganz lang so, dass das funktioniert, weiß ich. Deswegen wird nachher auch eine Runde geben, wo ihr in Kleingruppen miteinander in die Resonanz geht, eure Erfahrungen austauschen könnt. Wir geben sozusagen jetzt nur einen Impuls, gehen daran und ihr könnt es dann nachher weiter resonieren lassen, sodass die Schwingungen weitergehen. Einen kleinen Blick auf die Agenda, was wir mit euch vorhaben, über Resonanz resonieren, auf den Begriff gebracht, Falk wird uns hineinnehmen, Hartmut Rosa, welche Impulse bringt er dazu? Dann haben wir euch drei Beispiele aus unserer Praxis mitgebracht, wo wir erlebt haben, dass aus dem, wie wir gearbeitet haben, etwas entstanden ist, was mit Menschlichkeit, mit anderer Art zu tun hat. Dann dürft ihr in Resonanz gehen, euch über eure Dinge austauschen und dann schauen wir nochmal, auf welche weiterführenden Überlegungen kommen wir. Vielleicht kommt aus den Gruppen was. Wir haben natürlich auch schon ein paar Ideen, was und wie man entsprechend Resonanz verwenden kann, um in Unternehmen zu wirken. Aber zunächst mal hören wir, was Falk uns zu sagen hat. Ja, danke schön. Ich habe mich mit Hartmut Rosa beschäftigt. Der ist mir über den Weg gelaufen, weil ich dieses Buch und manche Zusammenfassung gehört haben, Hartmut Rosa, Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung. Und er hat gesagt, Soziologie will auch etwas beitragen zu einem guten, gelingenden Leben. Dann habe ich versucht, dieses Buch zu lesen und ehrlicherweise bin ich mehrfach daran gescheitert. Ich war dann so froh, dass Hartmut Rosa auch Pädagoge ist und so ein kleines Kartenspiel rausgegeben hat, Resonanz im Klassenzimmer. Bei dem die Frage, wie man Resonanz erzeugt in pädagogischen Kontexten, tatsächlich einfach da sind. Es sind Karten dazu, Schüler zu vertrauen, ihnen etwas zuzutrauen, stärkt ihr Selbstvertrauen. Und dann kommt hinten darauf, wie macht man sowas im Klassenzimmer dazu. Gott sei Dank, ich verstehe es wieder. Und dann habe ich gefunden von Hartmut Rosa ein kleines Büchlein, Unverfügbarkeit. Das habe ich verstanden. Und ich versuche das, was ich verstanden habe von Rosa, so ein bisschen zusammenzunehmen, weil ich glaube, dass es gut ist, wenn wir als systemische Berater anschlussfähig sind, eine andere Begrifflichkeit, eine andere Interessen, die sagen, was können wir beitragen zu einem guten Leben?
Resonanz, Resonare, da steckt der Klang drin. ISB, klar, Personare, wo ich durchtöne. Das heißt, ich töne durch etwas hindurch, aber ich will ja beim anderen etwas erzeugen, nämlich einen Klang dazu. Und die Grundidee, die Rosa hat ausgedrückt, ich habe einen Stab in der Hand, einen Schwingstab. Und mit dem, was ich durch mich heraus sage, bringe ich beim anderen Idealfall etwas zum Schwingen. Und dann schwingt der ganze Körper, geht in Resonanz, hat eine Resonanzachse und spiegelt mir etwas zurück, dass etwas zwischen uns und durch uns entstanden ist, was zum Klingen gekommen ist. Und jetzt da die Frage, warum passiert es zwischen Menschen nicht automatisch? Warum ist die Welt eigentlich nicht voller Resonanzbeziehungen? Weil Menschsein hast du auf den anderen angelegt sein, es muss doch gelingen, dass es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, sprichst du nur das Zauberwort. Und zack, sind wir in der Romantik. Das heißt, wir bewegen uns in einem romantischen Setting und leider ist Romantik nicht das, was uns in der Gegenwart prägt. Sondern Rosa sagt, wir bewegen uns in modernen Gesellschaften. In der modernen Gesellschaft haben wir vier Dinge. Wir können uns als Gesellschaft nur dann stabilisieren, wenn wir permanent in Dynamik sind. Wenn quasi Dinge permanent in Bewegung, in Veränderung sind. Und das heißt, so Rosa, wir haben einen Wachstumszwang. Wir müssen uns quasi immer weiter ausbreiten, auch ökonomisch ausbreiten. Wer von euch ein Unternehmen ist, kennt das. Versucht mal einen Wirtschaftsplan vorzulegen, der einen Schrumpfungsprozess vor sich nimmt. Das führt dann dazu, dass man Kulturentwicklungsprozesse aufsetzt. Hatten wir gerade eben. Wir leben davon, dass wir permanent innovieren müssen. Permanent muss was Neues entstehen, es muss kulturell Neues entstehen. Wir dürfen nicht das konservieren und weitermachen, was bislang da war. Es muss immer neu sein. Wer als Pfarrer Hochzeiten macht, weiß, wie schön es ist, wenn jeder was Neues erfinden will. Man kann nichts aus der Schublade ziehen, es immer muss irgendwas Neues sein, es muss immer neu gemacht werden. Und es muss sich alles beschleunigen. Es muss alles technisch beschleunigt werden, es muss immer schneller gehen. Das heißt, die Welt muss immer mehr wachsen, wir müssen immer neue Dinge reintun und wir müssen die Dinge immer beschleunigen, ansonsten sind Gesellschaften nicht stabil. Und jetzt sagt Rosa, ja, was machen wir denn dazu? Wir haben ja als Menschen in dieser Welt eine Beziehung dazu und wir versuchen uns diese Welt anzueignen. Und jetzt sagt er, das machen wir im Modus der Aggression. Die Welt kommt uns halt in ihrem Aufforderungscharakter entgegen. Da ist ein Berg da, was muss ich machen? Hochrennen. Da ist eine Strecke da, was muss ich machen? Laufen. Da ist ein Fluss da, ich muss ihn durchschwimmen. Das heißt, die Welt hat einen Aufforderungscharakter, mach etwas mit mir. Da ist wenig davon zu spüren, dass die Welt verzaubert ist, im Schlaf ist und ich einen Zauberer finden muss und sie zum Schwingen anklingt. Nee, die Welt muss ich mir zu eigen machen. Und Rosa sagt, das heißt, ich begegne dieser Welt im Aggressionsmodus. Kritische Theorie heißt, er sagt, wenn genau das passiert, dass ich die Welt instrumentalisiere, mir alles zu eigen mache, dann entzaubere ich sie, dann verdingliche ich sie und dann bleibt sie letztlich für mich stumm. Ich kann gar nicht mehr da sitzen wie Thomas Mann am Zauberberg in der Schweiz und stundenlang auf diesen Berg schauen. Ich muss ihn mit Skiern runterfahren. Ich muss eine Skitour machen, ihn bezwingen und dann runterfahren. Erst dann habe ich den Berg besiegt. Und die Helden der Straße sind die Tour de France-Menschen, die möglichst schnell irgendeinen Berg hochfahren. Und die Helden sind die, die möglichst schnell irgendwelche Tore schießen. Haaland, 5 Tore in 57 Minuten, so gut war noch kein Neuzugang. Das heißt, ich bin quasi permanent dabei, mir diese Welt anzueignen und kann gar nicht mehr den Zauber dessen genießen, was da passiert. Schade eigentlich. Und da sagt Rosa, genau das führt dazu, dass die Welt in ihre Resonanz verstummt und sagt, was können wir dagegen tun? Haben wir eine Chance, etwas anders zu machen? Und sagt er, ja. Wir müssen akzeptieren, dass es Dinge gibt, die uns unverfügbar sind. Liebt jemand von euch einen anderen Menschen? Wollt ihr den besitzen? Oder darf der für euch auch ein Geheimnis bleiben? Naja, frag anders. Ich frage mal nach Kulturprozessen in Unternehmen, nach OE-Prozessen.
Muss danach herauskommen, was ich intendiert habe, oder darf es eine Offenheit geben, dass da etwas passiert, was ich im Vorhinein noch nicht wusste? Zukunftsoffenheit. Moment der Selbstwirksamkeit. Kennen wir alle so fragen, kann ich denn mir selber vertrauen, dass ich wirksam werde? Habe ich eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung? Und zwar nicht, weil etwas mechanistisch, was ich mache, was hinauskommt, sondern weil ich das Gefühl habe, ich kann aus mir etwas heraussetzen, etwas freisetzen. Und lasse ich das zu, auch in diesen ganzen Mechanisierungsprozessen? Lasse ich mich berühren von etwas? Mich überraschen? Oder gibt es das gar nicht mehr? Mache ich für alles einen Plan? Oder gibt es das Moment zu sagen, ja, mich berührt etwas? Stellt euch mal vor, so eine Runde mit Managern und ich frage nach, Entschuldigung, was hat sie die letzte Woche eigentlich wirklich berührt? Gibt es einen Satz, einen Menschen, der ihnen etwas erschlossen hat, was sie vorher noch nicht hatten? Was hat sie wirklich zum Nachdenken gebracht? Ja, ich darf ein Narr sein als Theologe, als Pfarrer. Ich darf Dinge fragen und sagen, die andere nicht tun. Das ist meine Rolle, deswegen komme ich und gehe ich wieder. Gott sei Dank. Weil so ein Moment kann ja nicht alltäglich sein. Das heißt, ich frage nach Momenten der Berührung. Und ich frage nach Momenten des Unverfügbaren. Und Rosa sagt, wenn wir genau das versuchen, dann werden wir aus dem Resonanzverstummen der Welt wieder in eine resonante Beziehung zur Welt kommen. Und damit sagt Rosa, genau das widerspricht der Alltagsdynamik unseres Lebens. Das widerspricht der Alltagsdynamik in unseren Prozessen und Unternehmen. Das widerspricht der Alltagsdynamik in unseren Erfahrungen. Hat jemand von euch ein Handy zufällig? I've got the whole world in my hand. Und jetzt schaue ich auf Spiegel Online ständig nach, ob wieder irgendwo ein Sack Reis gefallen ist, der mich interessiert. Faktisch gesehen berührt mich der Sack Reis gar nicht. Wie kann ich es schaffen, Dinge aus der Hand zu geben, damit ich Raum habe, damit mich Dinge, Menschen, Beziehungen, Begegnungen wirklich berühren können? Und jetzt mache ich das ja nicht sozusagen in der Beratung, oder machen wir es nicht in der Beratung, damit wir Raum für etwas geben, was bisher nicht da war, sondern wir glauben, dass damit Resonanz entsteht, die Dinge besser macht, die Menschen in die Wirksamkeit bringt, die sie beteiligt, die sie in der Berührung dazu bringt, kreative Potenziale zu erschließen. Das heißt, Kulturarbeit ist nicht etwas, was wir machen, damit Dinge langsamer sind, somit nachher andere Dinge neu entstehen können. Die spannende Frage, das können wir mal in anderer Ruhe diskutieren, tragen wir damit auch bei zu Wachstum, Innovierung und Beschleunigung? Oder tragen wir dazu bei, dass wir hier in ein rein quantitatives System etwas Qualitatives hineingeben und haben unsere Berechtigung nicht in der Quantität, sondern in der Qualität, die nachher auch nachhaltig ist. Jetzt sozusagen haben Volker und ich, wir kennen uns auch von der Mino Group, mal überlegt, wie macht man sowas eigentlich in der Beratungspraxis? Volker, hast du ein Beispiel? Ja, wir haben ja mehrere Beispiele und das Spannende für mich war, mit Blick von Rose und den Hintergründen zu sehen, sehr vieles, was wir schon gewohnt sind und einbauen, zielt genau auf diese Unterbrechung ein. Viele Dinge, die wir in Drehbüchern einbauen, passieren genau da. Und manches, was man situativ entwickeln kann, bringt am Ende des Tages Momente der Berührung. Ich habe es gerade diese Woche mit einem Team erlebt, dass am Ende nach einem Reflecting Team plötzlich eine Berührung im Raum stand. Das war nicht initiiert, sondern das war der Moment, dass die Menschen in die Ruhe und die Resonanz gekommen sind und sich selber begegnet sind. Und jetzt, Volker, würden wir ganz gerne in die Gruppen gehen. Beteiligen, genau. Genau. Wir haben ein Drehbuch vorbereitet in einer ganz bekannten Wieslocher Art. Wir bitten euch zunächst alleine in die Stille zu gehen. Impuls ist, welche Beispiele kommen mir aus meiner beruflichen Praxis in den Sinn, bei denen ich Resonanz erzeugt habe? Wie habe ich diese Resonanz eigentlich hervorgebracht? Also der Moment, was habt ihr erlebt?
Was ist durch diese Resonanz beim Gegenüber wirksam geworden? In seiner Person, in seiner Organisation? Was hat meine Resonanzgestaltung für Wirkung gezeigt? Welche noch nicht ausgeschöpften Potenziale sehe ich, um noch mehr, noch öfter, noch intensiver in Resonanz zu kommen? Das sind die Fragen, mit denen ihr euch beschäftigt. Dann geht ihr in den Resonanzraum in Dreiergruppen, jeweils 2 Minuten. Gebt euch ein kurzes Feedback dazu, nehmt es mit auf und bringt die Dinge dann wieder entsprechend zurück. Ich denke, die Drehbücher, damit kommt ihr durch. Wichtig ist jetzt, denke ich, dass ihr schnell Dreiergruppen bilden und wir um 12 Uhr hier wieder weitermachen. Also sollte jemand meinen, er muss in die Sonne, seid bitte um 12 wieder hier. Am besten, ihr dreht euch einfach zueinander, genau. Macht hier kurze, kleine Murmelgruppen und überlegt es für euch. Wir geben euch durch, wenn die ersten 3 Minuten vorbei sind und ihr euch zu eurem Nachbarn drehen könnt. Ja, ich denke, ihr wart jetzt gemeinsam im Gespräch. Manche sind es noch. Ich würde euch bitten, einfach jetzt hier zusammenkommen. Und wir würden gern mit euch jetzt ein bisschen sammeln. Was waren so die Momente, wo ihr gesagt habt, wenn ich mit diesen Modellen vom ISB, mit diesen Tools arbeite, entsteht Resonanz? Oder ihr habt andere Dinge, wo ihr sagt, damit habe ich erlebt, dass gut Resonanz entsteht und dass solche Räume sich öffnen, dass wir einfach ganz kurz hier im Raum sammeln, welche Ideen von eurer Seite kommt, um ein großes Bild zusammenzukriegen. Gibt's was? Was berichten Sie? Also ich habe das Gefühl, ein Grundgedanke, der gar nicht so methodisch ist, ich erzeuge dann Resonanz, wenn ich selber mit mir verbunden bin und das zeige. Ja, genau. Eine Gruppe hat mal zu mir gesagt, ihre pure Anwesenheit ist Intervention genug. Der Chef hat mir dann auch gesagt, warum. Er hat gesagt, Herr Schuler, wenn Sie da sind, dann hören die mir zu. Ja, wer hat noch ein Beispiel? Erfahrungen? Ja, hallo. Da ich noch nichts gesagt habe, als 1 plus 1, Andreas mein Name, also ein bisschen in die Richtung. Ich bin stolz auf ein Beispiel, was ich gerade erzählt habe. Bei uns in der Geschäftsführung, Verband, Arbeitgeberverband, relativ konservativ, galt lange das Gebot der Präsenzkultur, ja, also Misstrauen, Mitarbeiter im Büro nebenan, dann kann ich den kontrollieren. Und es gab eine Situation, Gespräch zu fünft, wo alle gegen mich waren und gesagt haben, nein, mobiles Arbeiten geht nicht, wir müssen Präsenzkultur behaupten. Und ich habe gesagt, Leute, das ist so scheiße, was ihr für ein Misstrauen habt, ihr müsst euren Leuten vertrauen und habt es mit Leidenschaft, so wie jetzt glaube ich auch, rübergebracht und es hat die Diskussion gedreht, also 4-1, danach waren die überzeugt, wir haben mobiles Arbeiten im gesamten Verband eingeführt, sehr ungewöhnlich und es klappt super, finde ich toll. Ja, vielen Dank. Ja, also bei uns so diese Methoden, dass es bestimmte Methoden gibt, die das einfach sehr fördern, zum Beispiel wieder diese Dialogmethode, die eben bis zum Ende zuhört und dann diese Entschleunigung, die auch in diese Richtung wirkt und diesen besonderen Zauber in der Gruppe auch immer verursacht. Oder auch in der Aufstellung, zum Beispiel in dieser 5. Position des Tetralemmas hatte ich das kürzlich, wo jemand anfängt reinzuspüren, braucht dann ein bisschen, bis es ankommt und plötzlich tut sich da eine ganze Lawine guter Ideen auf, die vorher scheinbar nicht vorhanden waren. Also so kann man methodisch doch gut unterstützen, genau. Diesen Raum. Und die Entdeckung, dass manches Mal vielleicht wirklich man die Freiheit hätte, weniger zu tun und es bewegt sich mehr. Ja, genau. Auch für mich als Berater immer wieder den Moment, wann tut es gut, dass ich die Klappe halte? Und mal einfach abwarten, bis etwas geschieht. Genau. Noch andere Beiträge? Sonst haben wir noch natürlich was mitgebracht. Ich fange vielleicht an mit dem, was wir gemacht haben, was alle kennen, vielleicht nochmal hochzunehmen. Ein Drehbuch entlastet davon, dass ich es immer selber machen muss. Ich habe was vorbereitet
Ich kann das rausgeben. Und die Verantwortlichkeit für das, was dann passiert, geht automatisch von mir weg an den Herrn Stemberg. Und Karl muss jetzt mit der Sache etwas machen und er ist verantwortlich. Das heißt, radikale Eigenverantwortung wird sichtbar, indem ich einem anderen ein Drehbuch gebe und sage, mach es selber. Genau. Zweites Grundprinzip, führen mit Fragen. Fragen zu nehmen, das aufzunehmen. Jetzt sozusagen kann es heißen, was heißt es darüber hinaus nochmal? Lass es mal. Geläutete Intuition nochmal zu gucken, ich selber muss verbunden sein mit mir. Ich muss eine Intuition haben, der vertrauen können und einen Raum finden, in dem ich sie zur Sprache bringe. Das ist besonders bei Kulturen, die Widerstand erzeugen. Und bei Menschen, bei dem das Messer im Herz aufgeht. Das ist etwas, was mir nämlich schwerfällt. Weil die treffen mich mit ihrer schlichten Anwesenheit ganz tief und verunsichern mich. Und dann zu gucken, ich vertraue mir, ich habe eine Intuition, ich bin professionell. Konfirmandenunterricht heißt das Schöne, ich bin eine deutsche Eiche. Was stört es mich, wenn sich eine Wildsau an mir reibt? Mit so einer Haltung reinzugehen, heißt zu sagen, ich vertraue meiner Intuition, ich bringe sie zur Sprache, nicht weil ich Recht habe, sondern ich glaube, dass ich eine Intuition habe, die ich als Angebot in den Raum legen kann. Geläutete Intuition. Spiegelung oder ich würde auch sagen, den dritten Schwan nutzen, also wirklich mal rauszugehen als Berater in den Moment, was geschieht jetzt hier und welche Intervention wäre in diesem Moment die richtige? Brauchen wir eine Unterbrechung? Brauchen wir eine Verstärkung oder wie gehen wir mit um? Ich arbeite immer wieder damit, einfach nur kurze Pausen einzubauen, 3 Minuten zu schweigen in einer langen Diskussion und dann neu einzusetzen. Das hat was ungemein Beruhigendes, das hat beinahe was Meditatives, da zu sein, einfach mal stille zu sein. Zirkuläre Fragen, sagst du noch was? Wenn Führungskräfte Fragen stellen, wissen sie oft genau, was rauskommen soll. Das heißt, die Frage gibt bereits die Antwort in einer gewissen Weise vor. Mit Fragen führen im Sinne von zirkulären Fragen heißt, Fragen zu stellen, bei denen nicht die Antwort bereits intendiert ist. Das heißt, bei denen eine soziale Erwünschtheit der Antwort nicht im Vorhinein mitgedacht ist. Es lebt von schierer Absichtslosigkeit. Die Frage kann offen sein, sie kann einen Raum eröffnen. Sie benennt sozusagen die Möglichkeit, sich dazu zu verhalten in einer mir unverfügbaren Art und Weise. Eine Skala von 0 bis 10, wie anregend fanden Sie gerade den Vortrag? Wenn ich jetzt erwarte, dass es 8 rauskommt, dann sagt sie 8, obwohl sie eigentlich 3 sagen möchte. Wie muss ich also Fragen so formulieren, dass sie tatsächlich ein hohes Maß an Absichtslosigkeit und Unverfügbarkeit haben? Und ich glaube, Fragenkompetenz ist eines der schwierigsten Dinge. Es klingt so einfach, lernt Fragen zu stellen. Aber gute Fragen zu etablieren und zu machen, setzt eigentlich voraus, dass man tatsächlich zirkulär von hinten her denkt, von anderen Wirklichkeitsmomenten her denkt und dem anderen den Raum gibt, sich anders zu verhalten, als ich das von vornherein vorgeben möchte. Und da erlebe ich in der Beobachtung, dass ganz oft Fragen zwar gestellt, aber nicht wirklich als Fragen gemeint sind im Sinne von, Volker, ich würde dich gerne in Frage stellen. Und das löst etwas anderes, als wenn ich sagen würde, ich würde dir eine Frage stellen. Und Resonanz heißt, wenn ich würde dich in Frage stellen, heißt nicht, dass ich dich verunsichere, sondern dass ich dir die Möglichkeit gebe, als Person mir einen Resonanzraum zu geben, etwas zurückzugeben, was anders ist, als was ich erwarte. Und deswegen dieses Thema zirkuläre Fragen in der ganzen Macht nochmal drauf. Mehr haben wir eigentlich nicht, Volker. Genau, mehr haben wir nicht zu sagen. Ich wünsche mir, wünsche euch, dass dieses Thema mitgeht. Und ich glaube, für mich ist es etwas, was so eine Schleife sein kann, die immer wieder mal auftaucht, zu schauen, die Aktion, die ich vorhabe, habe ich den Raum in dieser Teamentwicklung, wo Resonanz entstehen kann, wo was Neues entstehen kann? Habe ich den Raum für Unverfügbarkeit? Bin ich dazu bereit, dass da etwas geschieht, was ich nicht tun kann? Von daher, vielen Dank. Warum ich gerne mit dir zusammenarbeite, Volker? Wenn wir zusammenarbeiten, kann sich einer trauen, einen Resonanzraum zu eröffnen.
Und der andere ist das Korrektiv, das Korrelat, wenn einer nämlich dieses Wagnis eingeht, Resonanz zu suchen. Gelegentlich machen wir gerne etwas zusammen. Nicht, weil wir uns so gerne mögen und toll finden, auch, sondern weil wir glauben, dass darin ein Mehrwert entsteht. Dass einer in einen Wagnisraum, in einen Risikoraum gehen kann, einen Resonanzraum erzeugen kann und der andere das, was an Widerständigkeiten kommt, nochmal separat auffangen kann. Volker, gerne heute mit dir zusammen auf der Bühne. Vielen Dank. Danke.